Geschmacksexplosion. Fleisch ist Schweinefilet, ein bisschen plattiert, so, aber der Burner ist natürlich, was ich oben drauf gemacht habe. Da sind beste Kapern, getrocknete Tomaten, Parmesan und Parmaschinken. Und wenn man das gut macht und in der Pfanne auf die richtige Vorgehensweise achtet, hat ja ein sensationelles Stück Fleisch mit unheimlich viel Geschmack dran. Und das ist natürlich mediterran angehaucht. Und das letzte Video, da war ja dieses mediterrane Kartoffelgratin. Das war die Beilage genau zu diesen Schweinefilet-Schnitzeln sozusagen. Da müsst ihr unbedingt nachkochen und gerne auch mit dem Kartoffelgratin verbinden. Also geschmacklich absolut der Burner. Und dringend empfohlen, das nachzumachen. Wie immer mache ich in der Videobeschreibung Links rein, Details zum Nachlesen in aller Ruhe. Und ansonsten viel Spaß mit diesem Video, viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. So, da hinten, das ist ein bisschen Thymian, frischer Thymian. So, das ist eine Handvoll getrocknete Kirschtomaten, nicht eingelegt in Öl, sondern sonnengetrocknet und vakuumiert. Ihr könnt auch andere nehmen, aber ich empfehle schon die zu nehmen. Die haben so einen sensationellen Geschmack und die ist so klein wie möglich hacken. Das sind gesalzene Kapern, auch die sind nicht eingelegt, sondern trocken in Salz, so viel wie möglich Salz wegmachen. Und ihr werdet gleich sehen, dass ich deshalb kein Salz mehr verwende, weil die Kapern haben genug Salz. Ne? So, dann reichlich Parmesan raspeln. Und dann kümmern wir uns um das Fleisch. Das wird der absolute Burner. So, das ist Schweinefilet. Und ich schneide das jetzt gegen die Faser in größere Stücke, die ich dann plattiere. Ja? Also die werden nicht mit einem Profil kaputt geklopft, sondern es geht nur darum, die flach zu klopfen, ohne die Struktur des Fleisches zu zerstören, ne? Oder es weich zu machen. Deshalb, weil Schweinefilet brauche ich nicht weich machen. Achtet darauf, dass ihr das gleich dick macht, das Fleisch. So, dann schön nebeneinander verteilen und dann wird das jetzt belegt. Die Idee dahinter ist, es zu verkleben sozusagen und dass ich dann beim Wenden das unfallfrei machen kann und das schön zu Ende garen kann. Also ihr macht Thymian drauf, dann Mischung aus den klein gehackten Kapern und den getrockneten Tomaten. Ruhig reichlich, weil da könnt ihr nichts mit falsch machen. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ne? So, und ihr habt gesehen, keine Gewürze mehr, weil da ist Salz genug. Dann Parmesan ist ja auch ein bisschen salzig. So, und dann schön mit dem Parmesan belegen und ein bisschen andrücken. Übrigens kommt ja auch noch Parmaschinken dazu. Der ist auch salzig. Also hier braucht ihr definitiv kein zusätzliches Salz. Ganz im Gegenteil. So. Dann schön großzügig mit dem besten Parmaschinken belegen, den ihr kriegen könnt. Und das ist dann auch die Seite, also die belegte Seite, kommt als erstes in die Pfanne. Und wie gesagt, die Idee dahinter ist dann, dass das dann von dort schon durchgart in das Fleisch hinein, aber auch diese Schicht verklebt wird, weil der Parmesan jetzt ja geht dann natürlich, verbindet sich mit den anderen Komponenten, hält den Schinken so ein bisschen fest. Und dann ist das eine wunderbare Sache. Werdet ihr gleich sehen, wie das funktioniert. So, schön, möglichst unfallfrei. Muss man ein bisschen schnell sein. Das Kippen auf die belegte Seite und dann bei mittlerer Hitze. Ihr seht hier eine 6. Ich habe 9 Stufen. Ich habe es auf der 6. Also es ist so mittlere Hitze. Dann auf der nicht belegten Seite
so wenig wie möglich Salz, dass da auch ein bisschen dran ist, und dann aber halt normal pfeffern, wie man Pfeffer an diesem Fleisch haben will. So, und wenn ihr seht, dass dann die Garung schon hochzieht bei dem Fleisch, so lange warten tatsächlich, dann wirklich nur noch umdrehen, bis 120 zählen, also sprich 2 Minuten, und dann ist das fertig, dann ist das Fleisch durch. Schweinefilet dürfte theoretisch sogar ein bisschen rosa sein. Also da seid ihr dann in 2 Minuten fertig und dann wird angerichtet. Das sind die mediterrane Kartoffelgratin aus dem letzten Video. Guckt euch diese Schnitzel dazu an. Es ist sensationell. Das war geschmacklich ein Traum. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Ich freue mich sehr über einen Kommentar, über Feedback oder über eine Frage. Ich werde das auf jeden Fall beantworten. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr oder wenn du meinen Channel abonnierst und die kommenden Videos auch gerne anschaust oder darin stöberst in den vorhandenen. Alles klar, vielen Dank und bis demnächst.